Morgens 8 Uhr. Jens Koschik macht sich auf den Weg zur Arbeit. 8 Kilometer hat er es bis zur Commerzbank-Zentrale in der Düsseldorfer City. Jens Koschik ist dort leitender Angestellter. Und den Weg dorthin legt der sportliche Banker selbstverständlich mit dem Rad zurück. Das Mountainbike im Wert von 3.000 Euro gehört ihm nicht. Noch nicht. Es ist geleast. Über seinen Arbeitgeber. Für seine Fahrten zur Arbeit benutzt er sein Dienstrad fast täglich. Zumal bei so schönem Wetter wie heute. Für mich ist das so, ich brauche eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück. Ich habe jeden Tag eine Stunde Sport gemacht für mich und bin viel zufriedener. Ne? Seit 2012 bietet der Gesetzgeber das Dienstrad per Leasing an. Es funktioniert genauso wie beim geleasten Dienstwagen, ist nur viel umweltschonender und gesünder. Und Parkplatzprobleme kennt Jens Koschik jetzt auch nicht mehr. Im Büro angekommen, muss er sich zwar noch umziehen, aber auch das ist ja schnell gemacht. Der Clou? Die Kosten fürs geleaste Dienstrad können steuerlich abgesetzt werden. Und das hat für Banker Koschik enorme finanzielle Vorteile. Das Fahrrad kostet 3.000 Euro, ist ein teures Rad. Die Gesamtersparnis, habe ich mir ausgerechnet, macht 10% auf dem Fahrrad. Das heißt 300 Euro direkte Ersparnis vom Preis. Wie kommt das zustande? Bei einem Privatkauf würde ihn das Rad 3.000 Euro kosten. Beim Leasingmodell dagegen kostet es ihn nur 2.700 Euro, 300 Euro weniger. Und so funktioniert's. Von seinem Monatsbruttogehalt gehen jeden Monat 100 Euro an die Leasingfirma. Dafür darf er das Rad ab dem ersten Tag nutzen. Und dadurch, dass die 100 Euro steuerlich absetzbar sind, muss er weniger Einkommen versteuern. Unterm Strich bleibt für ihn so eine Nettobelastung von nur 70 Euro im Monat. Mal 36 Monate Laufzeit macht 2.520 Euro. Hinzu kommen 2 abschließende Monatsraten von insgesamt 180 Euro, sodass er summa summarum statt 3.000 nur 2.700 Euro zahlt, 10% gespart. Das ist wie ein bezahltes Fahrrad dann für mich. Es gehört mir. Ich bin ein Eigentümer. Worauf ich mich sehr freue. Leasing-Diensträder sind keineswegs nur was für Großunternehmen wie die Commerzbank. Carina Wilhelmer arbeitet in einem kleinen Unternehmen mit nur 20 festen Mitarbeitern, einer Gastro- und Eventfirma direkt auf dem Kölner Zoogelände. Auch sie radelt jeden Morgen mit ihrem geleasten E-Bike zur Arbeit. Also für mich ist das super, gerade mit dem E-Bike. Da sind die 10 Kilometer zur Arbeit in 20 Minuten geschafft. Also das ist perfekt. Gemeinsam mit ihrem Chef und Arbeitgeber Thomas Schwirz plant die Eventmanagerin gerade eine Veranstaltung auf der Gästeterrasse des Zoos. Am Wochenende werden hier über 100 Gäste erwartet. Also vielleicht kannst du das mit der Floristik dementsprechend genau, so besprechen. Genau, das werde ich auf jeden Fall dann so bestellen. Neben Carina Wilhelmer haben 9 weitere Angestellte von Thomas Schwirz das Dienstradangebot angenommen und radeln jetzt zum Dienst. Sehr zur Freude des Chefs, der profitiert davon nämlich auch. So, der große Vorteil ist, dass die Mitarbeiter motivierter sind, dass das Arbeitsklima sich deutlich verbessert hat und dass die Mitarbeiter fitter bleiben, wenn sie dann täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Kosten tut ihnen das Ganze als Arbeitgeber nichts. Denn die Leasingraten gehen ja vom Bruttogehalt des Arbeitnehmers ab. Alles, was er tun musste, anfangs ein paar Dinge initiieren, das war's. Also der organisatorische Aufwand mit den Leasingverträgen ist, dass wir das buchhalterisch erfassen müssen. Und das ist dann am Anfang mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber sobald wir das buchhalterisch alles geklärt haben, ist das nachher ein Selbstläufer. Zumal sich um die gesamte sonstige Abwicklung Leasing-Service-Firmen kümmern. Sie regeln nicht nur die Vertragsabwicklung, sondern bieten auch ein umfassendes Versicherungs- und Service-Paket. Diebstahlschutz, Unfallversicherung, Reparaturservice fürs Rad, all das ist dann im Leasingvertrag enthalten, ohne Zusatzkosten. Carina Wilhelmer hat von der Leasingfirma damals auch einen Fahrradhändler vermittelt bekommen. Bei ihm konnte sie sich ihr gewünschtes Rad aussuchen und hat sich schließlich für ein E-City-Bike entschieden, ebenfalls für 3.000 Euro. Ein schönes Rad mit einem starken Akku und einem sehr starken Motor, der dran ist. E-Bikes sind der absolute Schlager unter den Leasingrädern. Aber auch jedes andere Modell kann man leasen. Ob Rennräder, Mountainbikes, Trekkingbikes oder sogar solche Kompaktflitzer oder Lastenräder. Und ob für ein paar hundert Euro oder für mehrere tausend, alles ist leasbar.
Ein Modell, so scheint es, das nur Gewinner kennt. Die Arbeitgeber wie Thomas Schwirz, die ohne Zusatzkosten viel fürs Arbeitsklima und die Motivation ihrer Mitarbeiter tun können. Und die Arbeitnehmer wie Carina Wilhelmer und Jens Koschig, die nicht nur staufrei und umweltschonend zur Arbeit kommen, sondern auch noch was für ihre Fitness tun.